Rund 350 Bürgerinnen und Bürger trafen sich am Donnerstagabend auf dem Kornmarkt in Gera. Mit Drillerpfeifen und zahlreichen Plakaten brachten sie ihren Unmut zum Bau einer Batterie-Recycling-Anlage in Gera-Kretschwitz zum Ausdruck. Matthias Peter von der Initiative formulierte ihre Forderungen. Lautstark wurden die Forderungen vor dem Rathaus formuliert und das Stadtoberhaupt aufgefordert, Fragen der Bürger an diesem Abend zu beantworten. Bürgermeister hier und möchte die Gelegenheit nutzen, uns etwas zu sagen bzw. euren Unmut, eure Meinung zur Kenntnis zu nehmen und vielleicht kann er was dazu sagen. Wir sind froh, dass er hier ist. Von der Seite, wir haben ihn aufgefordert, dass er dazukommt. Er ist jetzt erst gekommen. Von der Seite übergebe ich das Mikrofon an ihn. Also zuerst einmal, ich bin später hier, weil um 18 Uhr ist jetzt eigentlich die Arbeitsberatung, die zweimal im Jahr stattfindet mit den Ortsteilbürgermeistern. Falls Sie sich die Frage stellen, warum bin ich erst jetzt hier, um 16.30 Uhr war vor der ehemaligen jüdischen Synagoge anlässlich der Reichspogromnacht. War eine Gedenkveranstaltung. Im Anschluss war der St. Trinitatiskirche eine Gedenkandacht, wo jedes Jahr stattfindet. Und deswegen bin ich jetzt erst gekommen. Er sieht und jeder, der uns auch bis jetzt erlebt hat, weiß, dass wir sachlich sind, dass wir versuchen, eine Ebene zu finden, auf der wir vernünftig miteinander sprechen können. Alles das, was bis hierher passiert ist, denke ich, ist kritisch zu sehen. Das haben wir alle gesehen, was da passiert ist im Vorfeld dieser ganzen Ansiedlungsproblematik. Deshalb, der Oberbürgermeister ist hier, wir sind hier. Ich denke, es ist ein guter Punkt, es ist ein guter Platz, um kritisch Fragen stellen zu können an den Herrn Oberbürgermeister. Und ich hoffe, dass er sich diesen jetzt auch euch stellt und nicht nur uns stellt, weil ihr seid diejenigen, die es betrifft. Nicht nur wir sind die Vertreter, aber ihr seid diejenigen, die unmittelbar betroffen sind. Von der Seite denke ich, wäre das eine gute Plattform. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Warum entscheiden Stadträte für so ein Projekt, ohne vorher mit den Bürgermeistern, die das überhaupt betrifft, sich auseinanderzusetzen? Warum hat man sich im Vorfeld nicht mal erkundigt, was in Ungarn eigentlich los ist? Ne? Man kann doch nicht sowas entscheiden
für unsere Stadt und dann ausgerechnet auch noch sowas. Wir hatten so viele gute Angebote in unserer Stadt, was hätte hier sein können. Das wurde alles von unseren Stadträten, die wir gewählt haben, abgelehnt. Diese Arbeitsplätze, die wir momentan hier anstreben, die braucht Gera wirklich nicht. An die Ortsteilbürgermeister erging zeitgleich wie an die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft und Stadtentwicklung in der Woche vor der Stadtratssitzung. Die Ortsteilbürgermeister hatten alle die Einladung zu dieser Sitzung erhalten mit den Unterlagen, die zu dem damaligen Zeitpunkt zur Verfügung standen. Bis zu diesem Zeitpunkt, wo der Ausschuss für Wirtschaft und Stadtentwicklung getagt hat, gab es keine Freigabe, dass weder die Mitglieder des Ausschusses noch hier als Verwaltung das Thema öffentlich machen durften. Das wurde erst an diesem Abend, wo der Ausschuss für Wirtschaft und Stadtentwicklung getagt hat, als Einigung mit dem potenziellen Investor erzielt. Herr Bürgermeister, nach Aussage Ihrer Stadtratsabgeordneten hatten Sie noch nicht mal einen Tag Zeit, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und haben abgestimmt. Warum nimmt man sich so wenig Zeit für so ein brisantes Thema? Warum bezieht man nicht im Vorfeld die Bürger mit ein in so ein brisantes Thema? Können Sie mir das bitte erklären? Stadtrates hatten mit der Einladung zur Sitzung des Stadtrates die Unterlagen alle erhalten. Die Fraktionsvorsitzenden aller Fraktionen wurden eine Woche noch vor dem Ausschuss für Wirtschaft und Stadtentwicklung informiert, sodass ausreichend Zeit war, grundsätzlich sich mit dem Thema zu befassen. Das, was Sie umtreibt, treibt mich übrigens genauso um, nämlich Informationen. Genau diese Informationen, was mich genau so umtreibt, sind diese Informationen. Also wir hätten noch Platz für eine letzte Frage. Dann würde uns der Hohe Bürgermeister verlassen. Ich habe eine Frage. Es gibt zwei Verfahren, Batterien zu recyceln, ja. Und bei diesen Schreddern zum Beispiel kann man 92% der Rohstoffe wieder zurückgewinnen und es geht nicht in giftigen Dampf über. Und bei dieser anderen Variante, das Verbrennen, kann man 52% der also dieser seltenen Erden oder Energien zurückgewinnen und der Rest geht als Dampf, als schädlicher Dampf und Giftdampf in die Luft. So, also zwei Verfahren gibt es, warum wird nicht nur geschreddert, meine Frage. Er sagte gerade, das ist tatsächlich eine Fachfrage, die kann ich Ihnen nicht beantworten, warum welches Verfahren angewendet wird, sondern davon gehe ich aus. Ich gehe auch davon aus, dass die Zusage Ihnen und uns allen gegenüber eingehalten wird, dass die Anträge online gestellt werden, dass wir alle genau das auch nachlesen können, weil ich habe die Anträge in voller Form überhaupt noch nicht ordentlich gesehen, die ins Landesamt für Umweltbergbau und Naturschutz gehen, dort geprüft und aufbereitet werden. Und genau dort wird man es dann nachlesen können. Ansonsten, ich hatte nochmal, ja, ich weiß nicht, welches genutzt werden soll. Ich hatte jetzt gerade, während Sie auch die Fragen gestellt haben, uns vereinbart, wir werden nächste Woche uns zusammensetzen, dann werden wir auch Fragen, die seitens der Vertreter von Ihnen bestehen, werden wir diskutieren und ich werde, und das sage ich Ihnen auch hierzu, alles, was wir an Informationen beschaffen können, die vielleicht im Moment noch nicht bekannt sind, die uns zur Verfügung stehen,
Obwohl Herr Peter schon während der Veranstaltung gesagt hat, dass er mit mir nicht spricht, übrigens, Dialog sieht etwas anders aus, habe ich es nochmal probiert. Wir werden diesen Dialog in eurem Namen mit unseren Interessen, mit unseren Intentionen mit ihm aufnehmen. Ich denke, er hat gesehen, wir alle wollen das nicht. Ich denke, man hat auch gesehen, und ich denke, was er auch gesagt hat, ja, dieses ganze Verfahren basiert ja nicht auf fundiertem Wissen und Erkenntnissen, die wir uns jetzt zusammengesammelt haben, die auf den Plakaten stehen, was Ungarn betrifft, was die Türkei betrifft, was sämtliche Zwischenfälle betrifft, die es gab in anderen Ländern, die man nicht wegdiskutieren kann. Und ich denke, das hätte einfach auch in dieser Ansiedlung, in diesem Verfahren in Gera Kretschmitz bei uns zugrunde gelegt werden müssen. Man hätte sich kritisch damit auseinandersetzen müssen, weil wir sind nicht gegen Industrie, wir sind nicht gegen Arbeitsplätze, sondern wir sind einfach nur gegen Zecken und wir sind gegen nicht adäquate Verfahren in diesem Recycling. Dass man Recycling braucht, steht außer Frage. Aber das, was hier passiert, das ist Giftmüll, das ist kein validiertes Verfahren, Batterien zu recyceln. Und am Ende des Tages bringt das für uns alle nur Nachteile. Und ich denke, das, denke ich, zeigen wir ihm nochmal an der Stelle, indem wir nochmal richtig laut werden und allen da oben, die über unsere Köpfe bis jetzt hinweg entschieden haben, zeigen, dass wir damit nicht einverstanden sind und dass wir das auch so nicht akzeptieren werden. Wir wollen keine Recyclinganlage. Wir wollen keine Recyclinganlage. Wir wollen keine Recyclinganlage. Herr Peters, sind Sie zufrieden mit der Veranstaltung? Oh. Wir wollen keine Recyclinganlage. Wir wollen keine Recyclinganlage. Ich probiere es nochmal als Lokalreporter, ob da mir eine Antwort gibt. Lokalfernsehen, würden Sie was sagen? Seid ihr zufrieden mit der Veranstaltung? Ja. Das, was ihr erreichen wolltet, habt ihr erreicht. Das werden wir noch sehen. Was haben wir noch erreicht haben? Erstmal ins Gespräch zu kommen mit dem Oberbürgermeister. Ja, das haben wir erreicht. Also seid ihr zufrieden? Mit dem Moment ja. Alles klar. Ich danke. Danke. Ja, Julian, Bürger unserer Stadt haben jetzt hier unten ihren Unmut mit Drillerpfeifen zum Ausdruck gebracht. Kannst du sie verstehen? Also grundsätzlich ist das Verständnis, wenn man fehlendes Wissen hat, was passiert nicht. Und insofern, klar, verstehe ich das. Punkt. Tatsache ist, und das gefällt mir auch nicht, ist die Informationspolitik des möglichen Investors, der nicht klar seitdem auch er bereit war, darüber zu sprechen, klar sagt und einfach so erklärt, was passiert. Es gab in AGA im Berufsbildungszentrum eine Informationsveranstaltung, die war für Fachleute vielleicht geeignet, aber nicht für Normalsterblichen wie du und ich, damit man weiß, was haben die vor, was passiert oder was passiert auch nicht. Ich habe selber gemerkt, es ist viel Halbwissen unterwegs. Also das ist so und deswegen gilt es eigentlich mal Informationen und Fakten auch an die Bürgerinitiative zu übermitteln. Ich bin seit Anfang September dabei, einen Termin zu bekommen mit der Bürgerinitiative, damit wir, also mit den Vertretern, damit wir mal am Tisch, was sind tatsächlich deren Bedenken, wo sind die Fragen, die offen sind, Themen wie in Ungarn, was war da los, das interessiert mich genauso inhaltlich und wie gesagt, jetzt haben wir 2 Monate später, den Termin gab es noch nicht, weil er von der Initiative oder von den Vertretern bisher nicht wahrgenommen wurde. Jetzt gerade unten habe ich nochmal mit Ihnen gesprochen, habe es nochmal gesagt und voraussichtlich soll kommende Woche jetzt ein Termin stattfinden und darüber würde ich mich freuen, weil dann kann ich denen auch das, was ich an Informationen habe, gerne auch zur Verfügung stellen. Punkt. Punkt, sagtest du. Da sehe ich also, ihr, die Stadt und du als Person, ihr wisst selber noch nicht alle Fakten, die da die mit dieser Recyclinganlage zusammenhängen. Also wir kennen den Antrag ja auch noch nicht. Also der Antrag auf Genehmigung, der wurde beim zuständigen genehmigenden Amt, also das ist das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz, gestellt. Dort ist die Behörde, die das prüft. Ich habe ihn noch nicht gesehen, den Antrag. Der ist mit Sicherheit auch mehrere hundert Seiten stark. Es wurde zugesagt, dass er online gestellt wird, damals
damals bei der Veranstaltung in Aager, bis heute ist er noch nicht online. Also auf diese Informationen, was en Detail passieren soll, außer den Präsentationen, die gezeigt wurden, haben wir auch keinen anderen Wissensstand. Also kann ich jetzt mal sagen, oder ist es falsch, wenn du sagst, ich bin pro und ich bin contra, weil du selber nicht weißt, was passiert? Also es geht jetzt im Moment nicht, bin ich pro oder ich bin nicht contra, sondern die Entscheidung kann man abschließend erst dann treffen, wenn man alle Informationen hat. Aber wichtig ist, die genehmigende Behörde, die Fachleute, die sitzen im Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz, die ganz viele Fachexpertisen dann noch mit hinzuziehen. Und wir leben in der Bundesrepublik Deutschland, das gilt für dich wie für mich. Wenn irgendwo ein Baugebiet ist, ich möchte ein Einfamilienhaus bauen und das ist genehmigungsfähig, dann muss es auch genehmigt werden. Sind Ungereimtheiten, dann müssen Änderungen vorgenommen werden oder geht es nicht, dann wird es auch untersagt und dann wird es auch keine Genehmigung durch die Behörde geben. Und darauf baue ich, dass die Behörde ordentlich und sauber arbeitet. Können wir uns aber einigen, es ist gut, dass wir in einer Demokratie leben, dass die Bürger sich auch beteiligen und dass sie sagen können, nein, damit sind wir nicht einverstanden. Natürlich, und deswegen, das ist völlig legitim, deswegen bin ich ja auch runtergegangen, um mit denen zu sprechen und mich nicht zu verstecken, weil es wurde mir ja vorgehalten, als in Kretschwitz-Sölmnitz eine Ortsteilratssitzung war, ich wäre da geflohen, da bin ich nicht geflohen, sondern ich war zu dem Zeitpunkt, wo der Teil war ich gar nicht vereinbart, dort zu sein, sondern davor. Danach hatte ich schon wieder Termine und deswegen stelle ich mich genau auch den kritischen Situationen und deswegen möchte ich ja unbedingt mit den Vertretern der Initiative reden. Ich weiß, dein Tag ist noch ganz lang. Es war heute ein ganz aufregender Tag, weil es ist einfach ein besonderer Tag heute. Es ist ein besonderer Tag, weil eigentlich schlägt in meinem Herzen heute das Gedenken an den 9. November im Jahr 1938, die Reichspogromnacht, ein ganz schlimmes Ereignis. Und da muss ich ehrlich sagen, da war ich erschüttert, als ich das den Teilnehmern der Demonstration heute gesagt habe, dafür ausgepfiffen zu werden, dass man den Opfern des, nicht des Zweiten Weltkriegs, aber den Jüdinnen und Juden gedenkt, die auch in unserer Stadt umgebracht wurden, das hielt ich und halte ich für sehr unangebracht. Und das möchte ich in aller Deutlichkeit auch mal sagen. Sehe ich genauso grenzwertig. Ich wünsche heute noch einen arbeitsreichen Tag, weil es geht nämlich weiter. Ja, jetzt geht es weiter mit der Arbeitsberatung mit den Ortsteilbürgermeistern. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gern, immer wieder. Tschüss. Tschüss.